Hi, mein Name ist Kevin Hecht und heute am 31.07. trete ich 30 Tage Haft in der JVA Cottbus-Dissenchen an, weil ich mich mit der letzten Generation für eine lebenswerte Zukunft eingesetzt habe. Das ist keine Formulierung. In meinem Gerichtsurteil stehen 30 Tage für Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, weil ich mich überraschenderweise festgeklebt habe. Dieses Gerichtsurteil ist das erste in meinem Leben und es erfüllt mich mit Stolz. Ich kann von mir guten Gewissens behaupten, alles andere versucht zu haben. Dass friedlicher ziviler Ungehorsam notwendig ist, ist lang und breit erklärt worden. Gerne würde ich behaupten, dass mir keine andere Wahl bliebe. Doch gerade weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, macht es das umso schwerer. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Weg selbstbestimmt zu gehen. Trotz der Rekordtemperaturen habe ich versucht, im Juli nicht innerlich zu erfrieren, weil ich wusste, was mich erwartet. Weil es knapp ein Jahr her ist, dass ich in Schweden 15 Tage in U-Haft saß und mir dort unter anderem der Kontakt zur deutschen Botschaft verwehrt wurde. Nach den 15 Tagen bin ich als erster Klimaaktivist in Schweden für eine Straßenblockade verurteilt worden. Momentan warte ich darauf, dass dieser Präzedenzfall vom Obersten Gerichtshof angenommen wird. Noch präsenter wird meine Präventivhaft in Landshut, nachdem ich den Münchner Flughafen um ein Stück Landebahn erleichtert habe. Meine Präventivhaft verbrachte ich hauptsächlich unbegründet in einer Zelle im Untergeschoss mit abgedunkeltem Fenster, komplett videoüberwacht und als Klo diente mir ein Loch in der Ecke. Ich stelle mich mit dieser Haft auch meinen eigenen Erfahrungen. Die Notwendigkeit steht für mich außer Frage. Ich bin mir meiner Privilegien bewusst, in Deutschland zu sein. Ich tue, was mir möglich ist und manchmal mehr. Mich motivieren dabei Aktivisten wie die Pacific Climate Warriors, indigene Völker, die mit Bambusbooten Öltanker blockieren. Die meisten Aktivisten auf der Welt riskieren ihr Leben für eine lebenswerte Zukunft. Ich kann mir inzwischen vorstellen, selbst eine Familie zu haben. Und allein das ist Motivation genug. Es ist wichtig, jetzt aktiv zu werden. In unserem System läuft zu viel falsch.